der Lugauer 2:4 bei den Wiener Capitals verloren. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, es war ein schlechter Start mit sehr viel Strafen. Wir waren 2-0 hinten. Sind gut ins Spiel zurückgekommen, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben über 60 Minuten lang zu viele Strafen genommen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, zwei Drittel lang haben wir dem Wiener alle Hand zum Tun gegeben, weil wir sehr viel gelaufen sind, die Scheiben schnell bewegt haben und ich glaube, wir haben sehr viele Chancen gehabt. Du hast die Strafen angesprochen, es war ein emotionales Spiel, klassisches Playoff-Spiel. Was habt ihr falsch gemacht? Ja, da haben wir zu viele Strafen genommen. Waren die zu viele Strafen dann am Ende auch der Schlüssel für die Wiener zum Sieg? Naja, der Schlüssel, man braucht ja die Statistik schauen, sie haben glaube ich zwei oder drei Powerplay-Tore geschossen, dann ist natürlich das voll und wir haben unser Powerplay, die Power, was wir gehabt haben, nicht verwertet und ja, das war der Unterschied. Und 5 gegen 5 haben wir glaube ich mehr Chancen gehabt, die Wiener haben nichts reingemacht und ja, aber wie gesagt, das Spiel ist abgehakt, am Sonntag geht es weiter. Was muss man am Sonntag besser machen, um auszugleichen in der Serie? Die gleiche Frage wie vorher, weniger Strafen nehmen. Habt ihr jetzt in der Kabine den gleich besprechen, wo ihr die Spiele analysiert oder macht sie das denn erst morgen? Nein, das machen wir erst morgen. Jetzt muss man mal die ganzen Emotionen und alles abbauen, dass man wieder einen klaren Kopf kriegt und morgen ganz nüchtern das Spiel noch einmal betrachten und die Chancen anschauen, die Sachen, was man falsch gemacht hat, die Sachen, was man gut gemacht hat. Ich glaube, wenn man da jetzt gleich noch ein Spiel mit zu vielen Emotionen reingeht, ist das vielleicht nicht so gut. Und durch die Eisbacke dran, was Schlimmeres oder normale Person? Nicht aus dem Weg gekommen, von den Schüssen ein paar Schüsse geblockt und ja, die Ausrüstung wird immer leichter und immer dünner und dann wird jeder Schuss doppelt so viel weh. Wie zufrieden bist du mit der kämpferischen Leistung? Du sagst, ich habe sie in jeden Schuss reingeworfen, hat es voll Gas gegeben. War das schon so, wie du das erwartest beim Playoff-Spiel? Na absolut, ich glaube schon, dass wir Charakter bewiesen haben, dass wir noch im ersten Drittel 2-0 zurück sind. Super zurückkommen ins Spiel. Und dann wieder eben durch Strafen uns selber geschwächt haben. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat die Mannschaft viel Charakter bewiesen, dass wir sind bis zum Schluss haben wir gefeitet und alles probiert, um noch ein, zwei reinzuhauen, aber es ist leider nicht gegangen. Und ich glaube, ihr habt gezeigt, dass man in Wien auch bestehen kann, oder? Na, absolut, ich meine, ich glaube, wir wissen, was wir machen müssen. Wir haben offensiv und läuferisch eine sehr gute Mannschaft und das müssen wir auf alle Fälle noch mehr nutzen. Okay, super, vielen Dank. Danke.